Hallo zusammen, wir arbeiten heute mit euch so ein schönes Muster. Ist sehr gut für Tischläufer, Tischdecken geeignet. Ich habe hier so ein kleines Stück gearbeitet zum Zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Also dieses Muster, wie könnt ihr eure Breite und Breite anpassen? Und zwar bei dem Muster arbeite ich am Anfang 7 Stäbchen und dann wiederhole ich das Muster mit 2 Luftmaschen, 10 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 10 Stäbchen und so weiter. Und dieses Stück mit 2 Luftmaschen, 10 Stäbchen könnt ihr beliebig oft wiederholen. Und am Ende der Reihe werden 2 Luftmaschen und 7 Stäbchen gearbeitet. Also ich habe jetzt in die Mitte dreimal von diesen 10 Stäbchen gearbeitet und dieses Stückchen ist bei mir jetzt und dann zusätzlich noch diese 7 Maschen auf beiden Seiten. Das ist jetzt bei mir 25 cm breit und ich habe Musterrapport gearbeitet, 2, 4, 6, 8 aus 9 Reihen. Das ist bei mir 9 cm. Ich verwende dazu Baumwollgarne. In der Lauflinie 150 Gramm, 115 Meter und ich habe Haken Nummer 3 verwendet. Ich habe jetzt hier erstmal nur das Muster gezeigt. Für die Umrandung kann man zum Beispiel hier unten ein paar Reihen Lochmuster arbeiten mit 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Man kann hier auch 2 solche Reihen arbeiten mit 2 Kästchen, damit man das Ganze später dann nicht mehr umhäkeln muss. Oder man arbeitet das Muster und häkelt dann komplett einmal alles um. Wie man das umhäkeln kann, zeige ich euch dann später auch. Für das Muster schlage ich schon mal die Luftmaschen an. So, jetzt arbeite ich in die vierte Luftmasche, das erste Stäbchen, also hier die dritte Luftmasche einstechen, die vierte, Faden holen, also Umschlagfaden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch, das ist ein Stäbchen, also das erste Stäbchen und dann noch weitere 6 Stäbchen in jede Masche, in jede Luftmasche arbeiten. Wir arbeiten jetzt insgesamt 6 Stäbchen, also 3 Luftmaschen und 6 Stäbchen. So, jetzt haben wir insgesamt 7 Maschen. So, also 3 Luftmaschen und 6 Stäbchen habe ich jetzt gearbeitet. Jetzt arbeite ich 2 Luftmaschen. 2 Maschen überspringe ich unten und arbeite 10 Stäbchen. In jede Luftmasche arbeite ich ein Stäbchen. Insgesamt arbeiten wir jetzt 10 Stäbchen. Das erste, das zweite, und weitere Stäbchen noch arbeiten. So, jetzt habe ich 10 Stäbchen gearbeitet.
Und zwar ist es so, wir fangen das Muster mit 7 Maschen an, das heißt 3 Luftmaschen und 6 Stäbchen. Und dann arbeiten wir jeweils 2 Luftmaschen, 10 Stäbchen. Für eure Breite könnt ihr genauso ausrechnen, 7 Maschen arbeiten und dann immer 2 Luftmaschen, 10 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 10 Stäbchen und so weiter, bis die gewünschte Breite erreicht ist. Und am Ende der Reihe arbeiten wir dann 2 Luftmaschen und auch 7 Stäbchen. Und so könnt ihr jetzt beliebige Breite arbeiten. Immer 2 Luftmaschen, 10 Stäbchen. Und so arbeitet ihr dann, wie gesagt, weiter, immer 2 Luftmaschen und 10 Stäbchen. Also ich habe jetzt 10 Stäbchen dreimal wiederholt, dann 2 Luftmaschen und am Ende der Reihe 7 Stäbchen. So, und die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen und wende die Arbeit. Jetzt arbeiten wir in jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen. Also ich stiche nicht hier, sondern hier ein. Also hier haben wir ja bereits 3 Luftmaschen. Hier stiche ich ein und arbeite das erste Stäbchen. Dann weitere Stäbchen arbeiten. Also hier komplett als Stäbchen arbeiten. Also 7 Maschen haben wir jetzt insgesamt gearbeitet. Jetzt da, wo die Luftmaschen sind, wir haben da 2 Luftmaschen und wir arbeiten jetzt 2 Stäbchen. Und jetzt in das erste Stäbchen arbeite ich auch ein Stäbchen. So, jetzt arbeite ich 2 Luftmaschen. Unten 2 Maschen überspringen, in die dritte Masche ein Stäbchen arbeiten. 2 Luftmaschen. Unten 2 Maschen überspringen, in die dritte Masche ein Stäbchen arbeiten. Jetzt arbeiten wir das Lochmuster und es entstehen 3 solche Kästchen. Also nochmal 2 Luftmaschen, unten 2 Maschen überspringen. Ein Stäbchen arbeiten. Und das Ganze wiederholen wir jetzt. Jetzt arbeiten wir Stäbchen hier komplett über diese alle Maschen. Also die erste Masche habe ich jetzt bereits, da wo die Luftmaschen sind. Dann hier alle Maschen, da wo die 2 Luftmaschen sind. Und dann hier auch das erste Stäbchen. Also über den 2 Luftmaschen arbeite ich 2 Stäbchen. Dann in jedes Stäbchen der Vorreihe auch ein Stäbchen arbeiten. So, jetzt arbeite ich da, wo die 2 Luftmaschen sind, auch 2 Stäbchen. Und hier die erste Masche arbeite ich auch
als ein Stäbchen. Und jetzt wiederholen wir auch das Lochmuster. Also zwei Luftmaschen, unten ein, zwei Maschen überspringen, ein Stäbchen arbeiten, zwei Luftmaschen, unten zwei Maschen überspringen, ein Stäbchen arbeiten, zwei Luftmaschen. Jetzt arbeite ich hier ein Stäbchen, also zwei Maschen überspringen, in die dritte Masche ein Stäbchen. Und jetzt arbeiten wir restliche Stäbchen, also in jede Masche, in die zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen, und in jede Masche auch jeweils ein Stäbchen arbeiten. So, jetzt habe ich hier sechs Stäbchen gearbeitet und jetzt nochmal hier, wo die drei Luftmaschen sind, da steche ich auch ein, hier zwischen und arbeite ein Stäbchen. So schaut die Reihe dann aus. So, die nächste Reihe beginne ich mit fünf Luftmaschen. Wende die Arbeit. So, dann überspringe ich zwei Stäbchen, also nicht das erste, sondern das zweite und das dritte, und in das nächste Stäbchen stiche ich ein und arbeite das erste Stäbchen. Jetzt arbeite ich über diesen Stäbchen, die da sind, arbeite ich Stäbchen. So, also bis zum Lochmuster habe ich jetzt sieben Stäbchen. So, jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen. Arbeite da in das Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt arbeite ich in diese zwei Luftmaschen zwei Stäbchen. Und in das Stäbchen auch ein Stäbchen. Jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen und das Stäbchen hier in das erste Stäbchen. Jetzt arbeite ich hier auf der Seite. Also insgesamt sechs Stäbchen, das erste Stäbchen habe ich schon. Jetzt arbeite ich noch weitere fünf Stäbchen. Das müssen sieben Stäbchen sein. Sechs, sieben. Das siebte Stäbchen kommt auch noch. So, genau. Also sieben Stäbchen habe ich jetzt gearbeitet. Und jetzt arbeite ich in der Mitte ein Kästchen. Also das heißt zwei Luftmaschen, zwei Maschen unten überspringen in die dritte Masche. Das erste Stäbchen und dann noch weitere sechs Stäbchen. Also insgesamt haben wir dann sieben Stäbchen.
Also in der Mitte haben wir 7 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 7 Stäbchen. Jetzt wiederholen wir dieses Lochmuster auf der Seite. Das heißt 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in das Stäbchen, dann 2 Luftmaschen in die 2 Stäbchen in die 2 Luftmaschen. So. Und jetzt ein Stäbchen in das Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und jetzt arbeiten wir wieder 7 Stäbchen auf der Seite. So, und jetzt arbeite ich 2 Luftmaschen und in die letzte Masche, also 2 Maschen überspringen wir und hier stiche ich ein und arbeite ein Stäbchen. Also wir haben da immer 7 Stäbchen gearbeitet, dazwischen 2 Luftmaschen und hier dieses Lochmuster haben wir auch gearbeitet. So, die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen, wende die Arbeit und jetzt arbeite ich hier in 2 Luftmaschen jeweils ein Stäbchen, also insgesamt 2 Stäbchen, das erste, das zweite Stäbchen. Jetzt arbeite ich hier bis zu dem Lochmuster alle Stäbchen. Also diese Reihe arbeiten wir genauso wie die Reihe davor, die zweite. Jetzt arbeiten wir auch genauso hier dieses Lochmuster mit 2 Luftmaschen. Hier in das erste Stäbchen einstechen. 2 Luftmaschen in das letzte Stäbchen einstechen. 2 Luftmaschen. Und hier in das erste Stäbchen einstechen. Das schaut dann genau gleich aus, die und die Reihe. Und jetzt arbeiten wir hier komplett alles Stäbchen, auch in der Mitte, genauso wie die Reihe, die zweite Reihe. Also in jedes Stäbchen arbeiten wir jetzt ein Stäbchen. Und jetzt wiederholen wir das Lochmuster wieder mit 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in das erste Stäbchen,
zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Und das letzte Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen hier in das erste Stäbchen. Und dann alle weiteren Stäbchen arbeiten. Also in jede Masche jetzt ein Stäbchen arbeiten. So, jetzt sind wir hier am Ende der Reihe. Wir arbeiten zwei Stäbchen gegen zwei Luftmaschen und nochmal das dritte Stäbchen. So, jetzt arbeiten wir die fünfte Reihe. Ich beginne mit drei Luftmaschen. Wende die Arbeit und arbeite jetzt sechs Stäbchen. Also mit der Randmasche haben wir dann sieben Maschen. Also ich steche nicht hier, sondern hier ein und arbeite erstmal Stäbchen. Insgesamt haben wir sieben Maschen. Ich arbeite jetzt sechs Stäbchen. So, jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen. Und arbeite jetzt ein Stäbchen in die letzte Masche. Jetzt arbeite ich hier über alle Maschen jeweils ein Stäbchen. Und da beginnt der neue Kreis. Das ist hier ein Kreis, den arbeiten wir gleich zu Ende. Und da entsteht der neue. Also wie gesagt, hier in jede Masche arbeite ich jetzt ein Stäbchen. Zwei Stäbchen in die Luftmaschen. Ein Stäbchen in das Stäbchen. Zwei Stäbchen in die Luftmaschen. Ein Stäbchen in das Stäbchen. Zwei Stäbchen in die Luftmaschen. Und ein Stäbchen in das erste Stäbchen. So, wir haben jetzt 10 Stäbchen gearbeitet. Das ist dann praktisch, wir arbeiten ab jetzt eigentlich schon wie die erste Reihe, nur die Kreise sind dann bei uns versetzt. Ansonsten wiederholt sich dann immer alles. So, jetzt schaue ich mal, jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen und wie gesagt, diesen Kreis schließen wir jetzt. Jetzt überspringe ich zwei Maschen und in die dritte Masche arbeite ich das erste Stäbchen. Jetzt arbeite ich noch weitere 9 Stäbchen. Wie wir wissen, wir haben hier 10 Stäbchen, ein Kästchen, 10 Stäbchen, ein Kästchen gearbeitet. Genauso sind wir jetzt auch hier. 10 Stäbchen, ein Kästchen und 10 Stäbchen, ein Kästchen und so weiter. So, 10 Stäbchen habe ich jetzt gearbeitet. Jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen
und arbeite in die letzte Masche ein Stäbchen. Und hier über diese ganzen Maschen arbeite ich jetzt Stäbchen, also insgesamt 10 Stäbchen. Und jetzt arbeite ich wieder 2 Luftmaschen und in 2 Maschen überspringen. In die dritte Masche arbeite ich ein Stäbchen und dann weitere Stäbchen arbeiten. Also am Ende der Reihe haben wir dann 7 Stäbchen. Und hier nochmal ein Stäbchen, da wo die Luftmaschen sind, und das letzte Stäbchen arbeiten. So, jetzt beginnen wir die nächste Reihe. Das ist auch wie die zweite Reihe, nur wir beginnen jetzt etwas anders. Also wir arbeiten praktisch die Hälfte davon hier, also nicht die Hälfte, sondern diese 2 Kästchenreihen, arbeiten wir jeweils auf der Seite und hier arbeiten wir dann ganz normal diese Kästchen komplett. Also wie gesagt, wir beginnen jetzt mit 5 Luftmaschen. Jetzt überspringe ich unten 2 Stäbchen, in die dritte Masche steche ich ein und arbeite das erste Stäbchen. So, dann 2 Luftmaschen und in die letzte Masche 2 unten überspringen, arbeite ich nochmal ein Stäbchen. So, und jetzt arbeiten wir hier komplett alle Stäbchen. Das ist wie die zweite Reihe dann praktisch. Haben wir hier auch über diesen Maschen Stäbchen gearbeitet. Also jetzt arbeite ich in diese 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, hier komplett alles Stäbchen. So, da wo die Luftmaschen sind, arbeite ich, wie gesagt, auch 2 Stäbchen und in die erste Masche hier arbeite ich auch ein Stäbchen. Und jetzt arbeite ich hier dieses Lochmuster, also 2 Luftmaschen, 2 unten überspringen. Ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 unten überspringen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 unten überspringen, ein Stäbchen. So, und jetzt sehen wir auch dieses Kreis. So, und jetzt arbeiten wir hier wieder komplett Stäbchen. Das ist dann der nächste Kreis, dann der besteht dann aus diesen vollen Stäbchenreihen. So, dann erstmal weitere Stäbchen arbeiten.
So, Stäbchen habe ich jetzt gearbeitet und jetzt arbeiten wir am Ende der Reihe, genauso wie am Anfang der Reihe, zwei solche Kästchen, also zwei Luftmaschen und zwei Maschen überspringen. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und hier ein Stäbchen, ein Stäbchen arbeiten. So, die nächste Reihe beginne ich mit drei Luftmaschen. Wie gesagt, wir arbeiten dann wieder dieses Teil. Also es ist wie die dritte Reihe. Und zwar, ich beginne mit drei Luftmaschen. Ich müsste jetzt in der Mitte, wenn wir noch ein Teil hätten, also ein Kästchen, müsste ich jetzt dieses volle Teil arbeiten. Das heißt, ich arbeite erstmal hier in diese zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und in das Stäbchen auch ein Stäbchen. Jetzt zwei Luftmaschen, hier die Luftmaschen überspringen, ein Stäbchen in das erste Stäbchen arbeiten. So, und jetzt arbeiten wir diese Mitte, das heißt, da haben wir sieben Stäbchen, ein Kästchen, sieben Stäbchen. Also das erste Stäbchen haben wir schon, dann arbeite ich weitere sechs Stäbchen. Also sieben Stäbchen habe ich jetzt. Jetzt arbeite ich zwei Luftmaschen und zwei Maschen überspringen. In die dritte Masche ein Stäbchen und dann weitere sechs Stäbchen arbeiten. So, und dann arbeiten wir diese Mitte, und das ist die Reihe dann mit zwei leeren Kästchen und ein volles Kästchen. Also zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in das Stäbchen, dann in der Mitte zwei Stäbchen und hier in das Stäbchen ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen und dann wieder ein Stäbchen. So, also wir sehen hier den zweiten Kreis. Also das Ganze wiederholen wir jetzt. Jetzt arbeiten wir hier genauso mit sieben Stäbchen. Ein Kästchen, sieben Stäbchen. Also jetzt arbeite ich weitere Stäbchen. So, also ich habe jetzt sieben Stäbchen, ein Kästchen gearbeitet, sieben Stäbchen. Dann zwei Luftmaschen, in das Stäbchen ein Stäbchen und dann noch drei weitere Stäbchen. Und jetzt arbeiten wir praktisch diese Reihe. Eins, zwei, drei, das ist die vierte Reihe. Also wir müssen wieder dieses Lochmuster arbeiten. Und dann hier, diese sind... Muss ich gleich schauen, wie viele Stäbchen da sind. Also, wir beginnen mit 5 Luftmaschen. Also für das erste Kästchen. Zwei Maschen überspringe ich unten und arbeite in das letzte Stäbchen, ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen und hier in das erste Stäbchen, ein Stäbchen. Und wie gesagt, jetzt arbeiten wir hier komplett alle Stäbchen durch. Die Mitte haben wir schon gearbeitet. Wir hatten hier sieben Stäbchen plus sieben Stäbchen. Das sind 14, das sind 16 Stäbchen insgesamt.
Also jetzt überall, also weitere Stäbchen arbeiten. Da wo zwei Luftmaschen sind, arbeiten wir auch Stäbchen. Also Stäbchen habe ich jetzt gearbeitet und jetzt arbeite ich an drei Kästchen, zwei Luftmaschen, hier in das erste Stäbchen ein Stäbchen, zwei Luftmaschen in das letzte Stäbchen ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und in das erste Stäbchen ein Stäbchen. So, also jetzt haben wir dieses Viereck wieder gearbeitet, genauso wie da. Und jetzt arbeiten wir wieder komplett alle Stäbchen. So, und am Ende der Reihe arbeiten wir wieder zwei Kästchen. Also zwei Luftmaschen in das erste Stäbchen ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen und in das letzte Stäbchen oder die Masche hier zwischen ein Stäbchen auch ein Stäbchen arbeiten. Schaut das Ganze aus und jetzt arbeiten wir 1, 2, 3, 4, wie die fünfte Reihe. Also wie gesagt, da schließen wir diesen Kreis. So. Die Reihe beginne ich dann mit drei Luftmaschen. Wende die Arbeit. Und wenn wir sehen, hier über diesem Viereck habe ich Stäbchen gearbeitet, also fange ich hier mit Stäbchen wieder an. Also in diese zwei Luftmaschen jeweils ein Stäbchen, in das Stäbchen ein Stäbchen. Und weitere zwei Stäbchen in die Luftmaschen. Und nochmal ein Stäbchen. Also ich habe jetzt sieben Maschen. Und sehen, jetzt sind wir hier. Der Kreis muss ich ja verkleinern, das heißt, ich arbeite hier ein Kästchen und dann die mittleren Maschen und hier außen auch ein Kästchen. Genauso wie unten haben wir hier diese Reihe, das verkleinert sich auch. Also ein Kästchen, die mittleren Stäbchen und auch ein Kästchen. Also zwei Luftmaschen, zwei Maschen überspringen. Jetzt mittlere Stäbchen arbeiten, bis wir auf der anderen Seite auch ein Kästchen arbeiten können. Also wenn drei Stäbchen übrig bleiben, dann arbeiten wir das Kästchen, also zwei Luftmaschen und in die letzte Masche ein Stäbchen arbeiten. So, jetzt haben wir praktisch diesen Kreis fertig gearbeitet. So, und jetzt arbeiten wir hier auch. Also wie hier praktisch müssen wir hier drüber auch Stäbchen arbeiten und da beginnt schon der nächste Kreis. Also in jeder Masche arbeite ich jetzt ein Stäbchen. So, und hier in das erste Stäbchen auch ein Stäbchen. Und jetzt wiederholen wir das Ganze. Hier haben wir wiederum den Kreis, also ein Kästchen, mittleren Maschen, ein Kästchen und hier mittlere weitere Stäbchen arbeiten.
Also hier am Ende nochmal, also ein Kästchen, wir haben dann immer 10 Stäbchen, ein Kästchen und am Anfang und am Ende haben wir 7 Stäbchen. Das war wiederum wie Reihe 1. Und das Ganze wiederholen wir jetzt. Wir sehen jetzt wieder, dass wir ab der zweiten Reihe dann das Ganze wiederholen. Wir haben jetzt 7 Stäbchen gearbeitet und hier 7 Stäbchen wie Reihe 1, ein Kästchen, 10 Stäbchen und so weiter. Und das Ganze wiederholt ihr jetzt. Ab der zweiten Reihe arbeitet ihr dann das Muster weiter. Also wenn Tischläufer zu Ende gearbeitet ist, kann man den nochmal umhäkeln. Also ich mag es eher schlicht. Deswegen mache ich das im Lochmuster auch umhäkeln. Ich fange mit 5 Luftmaschen an. So, man kann diese Seite mit der Seite, mit der längsten Seite beginnen. Und wir arbeiten jetzt das Lochmuster, wie hier auch. Also ich überspringe 2 Luftmaschen und gehe in die mittlere Masche und arbeite ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Unten immer 2 Maschen überspringen. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und so arbeiten wir dann weiter. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. So schaut es dann aus. Und so arbeite ich dann weiter die Reihe mit diesem Lochmuster. So, jetzt habe ich die Seite weiter gehäkelt. Jetzt arbeite ich hier in die letzte Masche ein Stäbchen. Für die Ecke arbeite ich jetzt 3 Luftmaschen. Und nochmal in dieselbe Stelle stiche ich ein und arbeite ein Stäbchen. Und jetzt arbeite ich praktisch pro Querreihe hier an diesen Stellen jeweils ein Stäbchen und dazwischen 2 Luftmaschen. Also 2 Luftmaschen, hier ein Stäbchen, ein Stäbchen arbeiten. 2 Luftmaschen. Hier dann irgendwo ein Stäbchen, man kann direkt hier hingehen, ein Stäbchen arbeiten, 2 Luftmaschen. Dann stiche ich hier ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, hier ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, hier zwischen ein Stäbchen. Ein Stäbchen. Und so kann man dann weiterarbeiten. So, jetzt sind wir hier bei der Ecke angekommen. Jetzt arbeite ich 2 Luftmaschen. In diese Ecke steche ich ein, arbeite ein Stäbchen. Für die Ecke arbeite ich jetzt 3 Luftmaschen. Und in dieselbe Stelle ein Stäbchen und auch da ein Stäbchen. Also an den Ecken arbeitet ihr immer ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in dieselbe Stelle an der Ecke. Und jetzt arbeitet ihr hier alles nach Muster 2 Luftmaschen in die mittlere. Wir haben hier 7 Maschen in die mittlere Masche. Ein Stäbchen arbeiten. 2 Luftmaschen. Hier 2 Maschen überspringen. Ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. Und so weiter. Und so schaut das Ganze dann aus. Dann natürlich noch weitere
Runden arbeiten. Ich lasse es dann so. Ja, am Ende der Reihe arbeitet ihr hier nochmal ein Stäbchen, drei Luftmaschen und in die dritte Luftmasche ein Stäbchen und mit Kettmasche schließen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln, macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.